Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal so langsam an. Also nochmal herzlich willkommen zu unserem heutigen Jira-Align-Webinar. Heute werden wir euch spannende Insights rund um das Thema Lean Portfolio Management in Jira-Align geben und zeigen euch, wie ihr entscheidende Schritte Richtung Enterprise Agility gehen könnt. An dieser Stelle auch ein großes Danke an Philipp Staat von Atlassian, der heute mit mir zusammen das Webinar durchführt. Kurz zu mir, mein Name ist Alexander Post, ich bin Geschäftsführer und Gründer der Venator GmbH und ich würde sagen, Philipp, magst du vielleicht ein paar Worte zu dir sagen, bevor wir beginnen? Ja, super. Vielen, vielen Dank, Alex, auch für die Einladung, heute hier sein zu dürfen. Du hast schon gesagt, ich bin Philipp Staat und bei Atlassian im Bereich Solutions Architecture unterwegs und habe einen Hintergrund als Agile Coach und Transformationsberater und aber auch Atlassian Berater. Also wirklich die Arbeit mit Jira Confluence kenne ich auch gut. Ja, und ich freue mich sehr auf das Webinar heute hier und ja. Erstmal zurück an dich. Danke sehr. Gut, dann springen wir doch mal direkt rein. Also was passiert heute? Wir stellen kurz Venator vor. Dann gibt es natürlich noch mal eine kleine Einführung in Atlassian, in Jira Align und dann zum wichtigsten Themengebiet Lean Portfolio Management. Zum Schluss bieten wir natürlich noch mal an, wenn Fragen offen sind oder Fragen überhaupt aufkommen, dass wir die natürlich dann noch mal von Philipp beantworten lassen. So. Kurz zu Venator. Wir sind ein Atlassian Solution Partner und bieten natürlich alles im Bereich Atlassian an, vom Consulting bis hin zu Custom Development. Und wir machen das durch kreative Lösungen und Ideen und versuchen damit natürlich euch als Unternehmen zu unterstützen in der digitalen Transformation und die heutigen Herausforderungen, die beispielsweise jetzt durch Corona aufkommen, zu lösen. Wir sind 2016 gegründet worden. Hauptsitz ist in Köln. Mittlerweile haben wir über 400 Kunden bedient, haben über 100 Mitarbeiter in mehreren Locations. Da komme ich gleich noch drauf hinzu. Und wir sind der führende Partner im Bereich Atlassian und Infobip-Produkte. Kurz nochmal historisch, wie wir gewachsen sind. Wie schon erwähnt, 2016 sind wir in Deutschland gegründet worden. 2018 sind dann noch Standorte in Kroatien und Türkei dazugekommen. Wir sind dann auch mehrfach ausgezeichnet worden in den letzten Jahren, einmal zum EMEA Rising Star und jetzt vor kurzem auch als Marketing Innovator. Und jetzt dieses Jahr ganz neu dazugekommen sind die Standorte in Dubai und Bosnien. Wie schon erwähnt, wir bieten ganz klassisch die Beratung an. Heißt, wenn ihr nicht weiter wisst im Bereich Atlassian, dann helfen wir euch mit Workshops, aber auch Trainings, bieten auch die Custom-Entwicklung an, um die Atlassian Suite noch zu erweitern oder mit anderen Produkten zu integrieren. Last but not least, das neueste Thema mehr oder minder ist ja die Cloud-Migration. Da sind wir natürlich auch, stehen wir zur Seite, wie man so eine Migration angehen kann, beziehungsweise bei der Ausführung helfen wir dann natürlich auch. Hier ein kleiner Überblick über unsere Partnerships. Zum einen ganz klassisch natürlich Atlassian. Wir sind aber auch ein Partnerprogramm von Infobip, ein Provider für Omnichat Solutions. Kela ist ein App-Hersteller, der gerade im Bereich Cloud viele Extensions anbietet. Wir sind auch Safe-Partner. Das heißt, wir können nicht nur im Bereich Atlassian oder jetzt in dem Fall Jira Align unterstützen, sondern auch im Prozessframework von Safe oder Scaled Agile generell. Und wir sind Linchpin-Partner. Linchpin ist ein Social Intranet basierend auf Confluence. Gut, dann kommen wir schon zum Thema Enterprise Agility beziehungsweise die Einführung zu Jira Align. Die größte Herausforderung, die man sich mittlerweile als Unternehmen stellen muss, ist die Skalierung eines Unternehmens. In einem Unternehmen sind sehr, sehr viele Teams und Produkte.
beziehungsweise Abteilungen, die dann entwickelt oder miteinander kommunizieren müssen. Und da gibt es haufenweise Tools, die in diesen einzelnen Bereichen unterstützen, die Reportings anbieten, die Prozessmanagement anbieten, die CI oder CD anbieten. Und hier kommt so gesehen dann die Herausforderung, wo Jira allein dann auch eingreift, wie kriegt man diese Teams dazu, dass die alle nachher an das gleiche Ziel arbeiten, beziehungsweise aligned sind und zusammen gegenseitig die Dependencies beispielsweise, also die Abhängigkeiten zwischen den Teams aufgelöst werden, transparent dargestellt werden. Auch in dem heutigen Thema geht es um Portfolio-Management und wie man das gerade lean aufbauen kann. Und hier sieht man schon dargestellt, dass es natürlich hier eine Herausforderung ist, wenn ich gerade so viele Teams und Herausforderungen habe, wie ich die wirklich alle an einem Strang nachher ziehen lassen kann. Und dafür ist dann auch Jira allein zuständig. Was muss man jetzt beachten beim Skalieren? Wir haben auf der einen Seite die Herausforderung, dass das Unternehmen und die Tech-Teams schneller Lösungen liefern müssen. Der Markt ändert sich rapide, sei es jetzt durch externe Events wie Corona, aber auch neue Technologien, die auf den Markt kommen, die man dann bedienen muss. Das heißt, ein Team oder das gesamte Unternehmen muss schnell an diese Anpassung des Marktes reagieren können. Und das muss natürlich auch gemeinsam nicht nur in einem Team sein, sondern im ganzen Unternehmen dann kommuniziert werden bzw. aligned werden. Außerdem ist es wichtig, dass es dargestellt wird, woran gerade welches Team arbeitet, damit man auch dann sehen kann, okay, machen wir wirklich das Richtige, beziehungsweise dass man auch sehen kann, hey, das haben wir geschafft, daran kann ich aufbauen und das vielleicht noch erweitern. Die wichtigsten Themengebiete hier, wie auch schon teilweise erwähnt, für die Enterprise Agility ist zum einen natürlich die Visibility, also die Transparenz. Sieht jeder, woran das andere Team arbeitet? Ist das Unternehmen eigentlich bewusst, woran gearbeitet wird? Aber auch die Confidence zu erzeugen, hey, wir arbeiten wirklich gerade an das Wichtigste, sind wir noch im Budget? Reicht das Budget aus? Müssen wir vielleicht Budget auf andere Themen allokieren, weil etwas anders priorisiert worden ist oder der Markt sich gerade ändert? Und das sorgt natürlich auch dafür, dass man im Unternehmen und zwischen den Teams aligned sein muss. Bedeutet ganz klassisch, wenn wir jetzt vom Scrum Framework ausgehen, dann arbeitet das Team natürlich super innerhalb dieses Frameworks an diesen kundenorientierten Problemen. Aber vielleicht gibt es eine Unternehmensstrategie, die viel weitsichtiger ist. Und hier ist es dann wichtig, dass das Gesamtunternehmen und damit auch das Team auch beachtet, was die Unternehmensstrategie ist und sich nicht nur ausschließlich auf die Kundenwünsche fokussiert, sondern auch in Betracht zieht, hey, mit dem Hintergrund der Unternehmensstrategie ist das in Kombination mit den Kundenwünschen das Wichtigste. Und ein großes Thema, das ist über die letzten Jahre auch vermehrt wichtiger geworden, ist das Continuous Learning mehr oder minder, also das permanente Lernen aus dem, was man gemacht hat. Bedeutet, wenn man ein Projekt abgeliefert hat, soll man natürlich auch nochmal schauen, woran hat es jetzt vielleicht gelegen, dass wir langsam waren oder was können wir verbessern, damit wir schneller auf Events in der Zukunft reagieren können. Und das unterstützt hier auch natürlich nochmal Jira Align. So, bedeutet, was kann ich mir jetzt eigentlich mit Jira Align vorstellen? Zum einen unterstützt es die Teams in der Transparenz, bedeutet ganz klassisch, wie viele vielleicht von euch auch schon Jira kennen, kann ich erstmal sehen, welche Aufgaben liegen bei wem, wann sollen die durchgeführt werden, aber das auf den verschiedenen Enterprise-Leveln. Da komme ich gleich auch nochmal zu. Das zeugt natürlich auch wieder zur Transparenz, weil ich jetzt ja sehen kann, auf welchem Level sind welche Aufgaben, die anfallen. Wichtig hier ist, dass Jira Align wirklich versucht, das steht eigentlich auch schon im Namen, die Teams wirklich aneinander zu koppeln und gleich zu halten in Bezug auf die Ziele.
Bedeutet, ich kann innerhalb von Jira allein sehen, was andere Teams machen und kann natürlich auch sehen, warum ich etwas mache und wieso ist jetzt eine bestimmte Strategie unterstützt. Und das gesamte System soll natürlich Outcome, also ja, Ereignis- oder Ergebnisorientiert funktionieren. Das heißt, ich sehe von der Strategie her bis unten zur Aufgabe alle Elemente und kann, wie gesagt, sehen, wie viel trage ich jetzt zu einer bestimmten Strategie mit dieser Aufgabe zu, wie passt das in der Budgetierung, macht die Budgetierung Sinn in dem Verhältnis zu dem Unternehmensstrategie oder brauche ich vielleicht mehr Ressourcen, um mein Unternehmensziel erreichen zu können. Hier kommen wir jetzt auch schon zu dem größten Unterschied oder zu der Begründung, warum es ein eigenes Tool gibt, weil viele von euch werden sicherlich auch schon Jira Software benutzen. Aber Jira Software ist eher spezialisiert auf der Teamebene. Bedeutet, das unterste Team, das Scrum-Team oder auch Kanban-Team, da ist Jira Software das ideale Tool für. Durch die Kanban-Boards oder auch mit Advanced Roadmaps kann ich dann auf der Epic-Ebene meine Projektplanung durchführen. Was Jira Software aber schwerfällt, ist die hierarchische Unterteilung in Programm, Solution, Portfolio und Enterprise-Level. Bedeutet, die Hierarchie in Jira Software ist gar nicht groß genug, beziehungsweise die Tool-Unterstützung ist gar nicht mächtig genug, um diese verschiedenen Ebenen, damit auch die verschiedenen Herausforderungen beziehungsweise Wünsche der verschiedenen Stakeholdern abzubilden. Und da kommt Jira Align jetzt ins Spiel. Bedeutet, wir sehen, oder Jira Align erlaubt es mir, das strategische Portfolio abzubilden, aber auch das Produktmanagement und das Development komplett als einheitliches System darzustellen und baut so gesehen dann auf der Team oder auf dem Team-Level vermehrt oder als Datenbasis mit auf. Und das passiert zum einen natürlich durch Echtzeitanalysen, aber auch dadurch, dass wir hier dann Cross-Team oder auch Cross-Functional, also mit dem Management zusammenarbeiten können, um die verschiedenen Herausforderungen oder Anforderungen an dem Unternehmen, an dem Produkt oder an dem, was geliefert werden soll, darzustellen und miteinander zu verbinden. Das sieht man hier auch nochmal etwas besser dargestellt, also das Konzept von Scaled Agile im Grunde. Ich habe verschiedenste Ebenen oder hierarchischen Ebenen der Aufgaben. Ich habe ganz unten klassisch die Stories oder Tasks, darüber im Safe-Sprech die Features, die Epics, Themes und Strategy. Und alles teilt sich so gesehen auf nach unten. Und da wird so gesehen dann wichtig, dass diese Elemente miteinander verbunden sind, dass ich dann unten auch sehen kann, warum mache ich jetzt diese Story? Wieso hilft die jetzt dem Unternehmensstrategie? Ist sie wirklich richtig priorisiert? Und das wird auch unterteilt in verschiedenen Programm-Inkrementen. Das kann quartalsweise sein, um halt wirklich dann wieder eine Quartalsplanung zu haben, machen wir in dem Quartal das Richtige. Und hier ist es halt auf verschiedensten Ebenen unterteilt, dass wir sagen, hey, wir wissen, welche Personen arbeiten wo sind die Arbeitspakete, wann wird etwas gemacht und was ist das Outcome? Zu welchem Zeitpunkt wollen wir was geliefert haben? Und da kommen wir dann auch später bei Philipp darauf zu sprechen, wie man dann dieses Portfolio-Management mit Jira Align wirklich lean macht und zielorientiert aufstellen kann. Wie schon erwähnt, das gesamte Unternehmen wird in Jira Align abgebildet. Das heißt, wir haben auch die verschiedenen Teams bzw. hierarchischen Ebenen. Wir haben zum einen das Exekutivteam, das Management, das sagt, hey, das ist unsere Unternehmensstrategie. Wir wollen beispielsweise auf den US-Markt expandieren. Das Portfolio-Team, was versucht, diese Strategie mit dem Produkt oder dem Service, was das Unternehmen anbietet, irgendwie zu mappen, um da in die richtige Richtung zu gehen.
das Solution-Team, was versucht, eine Lösung dafür anzubieten. Und dann nachher das Program-Team, was die verschiedenen Aufgabenpakete plant, bis hin zu dem Delivery-Team, was am Ende des Tages dann die Aufgaben ausführt beziehungsweise deployed oder strategischen Ziele am Ende des Tages durch Aufgaben dann versucht, Outcome-getrieben umzusetzen. Und in diesem gesamten Teamfluss, also zwischen diesen verschiedenen Hierarchien, haben wir zum einen, dass von oben die strategischen Informationen bis nach unten zum Delivery-Team fließen müssen, aber auch vom Delivery-Team, also von der, vom Entwicklungsteam beispielsweise, will das Management ja sehen, hey, wie ist der Status? Kriegen wir das hin? Haben wir etwas vielleicht schon geliefert? Bis wann können wir etwas liefern? Ist das, was wir liefern, auch wirklich das, was wir uns strategisch vorgestellt haben? Und da hilft Jira allein, das transparent darzustellen, zum einen nach unten, aber auch dann nach oben hin wieder zurück zu reporten. Wie erzeugt das Ganze jetzt hier einen Mehrwert? Den Einsatz von Scaled Agile Frameworks, aber auch die Unterstützung von Tools können grundsätzlich, also jetzt mit Jira allein spezifisch, alleine die Zeiten, die Lieferzeiten deutlich erhöht werden. Man ist halt doppelt so schnell, beziehungsweise man braucht halb so lang, um jetzt wirklich das Richtige zu liefern, weil plötzlich die Strategie instant nach unten übertragen werden kann und wir nicht ewig viele Meetings brauchen und Analysen brauchen, warum jetzt etwas zu der Strategie gehört oder nicht. Das ist im Tool drin. Genauso sehen wir, dass die Qualität sich damit verbessert, weil wir direkt erkennen, hey, arbeiten Teams vielleicht an das Gleiche? Es ist ja plötzlich transparent, welches Team an was arbeitet, wie viel Budget an etwas verwendet wird, wie viel Ressourcen an etwas verwendet wird und wie das der Strategie unterstützt. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich das gesamte Reporting, dass ich das plötzlich in dem Tool habe. Ich muss jetzt nicht mehr auf verschiedensten Ebenen verschiedene Excel-Listen oder PowerPoint-Präsentationen vorbereiten, mir aus den verschiedensten Tools die Informationen raussuchen, sondern ich habe plötzlich alles in einem Tool und kann damit so gesehen per Knopfdruck auf verschiedensten Ebenen sagen, wo stehen wir gerade, wo gibt es ein Bottleneck, warum ist etwas vielleicht jetzt so, wie es ist und wo muss ich jetzt ansetzen, um das zu lösen. Und das ist so gesehen jetzt auch das Thema, wo ich dann übergebe an den Philipp, wie man dann wirklich dieses Portfolio-Management mit Jira allein abbilden kann oder wie sich das, wie das Gesamtsystem dann auch da aussieht in dem Bereich. Vielen, vielen Dank für den tollen Einstieg, Alex. Ja, ich freue mich sehr, jetzt tiefer mit euch in das Thema Lean Portfolio-Management mit Jira allein einzusteigen. Timer stellen. Und ich fange gerne immer erstmal damit an, mir die Frage zu stellen, warum beschäftigen wir uns eigentlich mit dem Thema? Alex hat jetzt in seinem Vortrag, ist davon mit eingegangen, ich will es bloß noch mal kurz streifen, um das einfach auch bewusst zu machen, warum Agilität auf dem Portfolio-Level oder Lean Portfolio Management, LPM, ein wichtiges Thema ist. Diese Dynamik, die in unserer Zeit kontinuierlich steigt, die ja irgendwann auch mal dazu geführt hat, dass so Dinge wie Scrum entwickelt wurden, das, was ja mittlerweile auch einfach schon doch einige Zeit her ist, die wird immer stärker. Ja? Also wie gesagt, Scrum wurde im Prinzip aus denselben Gründen entwickelt, die jetzt hier dargestellt sind, nur eben vor mittlerweile mehr als 20 Jahren, glaube ich. Und darum geht es auch bei LPM, diese agilen Praktiken, agile Prinzipien auf das Portfolio-Management-Level zu bringen und diesen wichtigen Schritt in der agilen Transformation, nämlich der Brücke zwischen der Umsetzung auf der einen Seite und der Strategie auf der anderen Seite zu schlagen. Wenn wir uns jetzt einmal diese Reise, Agile at Scale Journey hin zur Enterprise Agility anschauen, dann wird es deutlich, wo LPM ansetzt und was es sozusagen für Capabilities mitbringt.
noch einfach auch dort mal kurz Revue passieren lassen, was in vielen Organisationen passiert, für die jetzt LPM interessant wird. Irgendwann haben auf Team-Level mal erste Teams angefangen, lokal mit agilen Praktiken zu arbeiten, haben dort lokal ihr System, ihr Delivery-System optimiert. Es ging dann auch darum, in dieser neuen Art der Zusammenarbeit zu einer Vorhersehbarkeit zu kommen, also wann ungefähr liefert welches Team was. Und diese agile Initiative, die dann häufig wirklich wie so Bottom-up, Grassroots-Movement-artig entstanden ist in vielen Organisationen, war erfolgreich, hat mehr das geliefert, was gebraucht wurde, mit diesen extrem starken und schnellen Feedbacks, auch erkannt eher, was der Kunde braucht und was er nicht braucht. Und irgendwann wird dann der Scope größer. Es geht um Teams of Teams Agility, Programmagilität, auch häufig genannt. Es geht darum, diese Praktiken zu skalieren. Es geht darum, dieses Teams of Teams in eine gemeinsame Kadenz zu bringen. Es entstehen dann auch neue Herausforderungen, wie beispielsweise das Management von Abhängigkeiten, was Alex schon angesprochen hat. Es geht um Automatisierung in der Entwicklung, um einfach diese Geschwindigkeit auch beibehalten zu können, diese ganz schnellen Learning-Prozesse auch weiterhin umsetzen zu können. Und dann stellt sich irgendwann die Frage, wie verbinden wir diese Umsetzungspower mit unserer Strategie, mit strategischen Schwerpunkten, mit unserer Mission und auch vielleicht mit unseren Werten, die uns dabei leiten sollen, wie wir diesen Weg weitergehen. Und darum geht es bei Lean Portfolio Management. Einerseits die Verbindung von Strategie zur Story, also wirklich von häufig abstrakten Instrumenten, sage ich mal, Visionen, strategischen Zielen bis hin zu einer Story, die in einem Sprint umgesetzt wird, häufig in einer Kadenz von 2 Wochen. Es geht darum, Wertströme zu identifizieren und auf Basis von diesen Konstrukten Entscheidungen zu treffen. Es geht darum, aber auch in das Portfolio-Team, das hat Alex auch schon angesprochen, es ist auch ein Team, das sind auch Menschen, die zusammenarbeiten, wo idealerweise 1 + 1 + 1 gleich 8 ist, also wo die Summe der Teamarbeit stärker ist als die Summe der einzelnen Menschen. Und es geht auch darum, dort Lean Agile Practices reinzubringen, um einfach die Arbeit dieses Teams zu unterstützen. Und es geht zum Schluss auch darum, das gesamte Portfolio mit Kennzahlen und mit Finanzen zu untersetzen, um auch zu verstehen, was geben wir ungefähr aus, um was für Ergebnisse erreichen zu wollen und was kommt dann tatsächlich dabei raus. Und nach oben hin wird dann die Brücke wirklich zu High-Level-Instrumenten, die Organisation langfristig orientieren, geschlagen. In Lean Portfolio Management Lean Portfolio Management untergliedert sich aus unserer Sicht in 3 Säulen. Erst einmal geht es wirklich darum, zu investieren, klug zu investieren, und zwar mit der Maxime, den Wert in dem Portfolio zu maximieren. Es geht darum, Guardrails aufzustellen, ein Zielkonflikt drin, aber die tatsächlich einerseits ein Alignment schaffen und aber auch eine dezentralisierte, selbstorganisierte Umsetzung auf dem Programmlevel ermöglichen. Und dann in der Umsetzung von Portfolio-Themen geht es darum, das Programm dabei zu unterstützen, möglichst dezentral und aber auch mit Fokus auf die gemeinsamen Ziele Umsetzungspower auf die Straße zu bringen. Die Lean Portfolio ist jetzt, wenn wir uns zurückerinnern an die Slide mit der Agile at Scale Journey, ist eben ein weiterer Reiseabschnitt auf dieser langen Reise. Und je nachdem, wo ihr mit eurem Erfahrungslevel seid und was ihr selbst schon erlebt habt, dann wisst ihr, ersten Experimente auf einem Team-Level sind vielleicht noch relativ einfach, schnell gemacht. Da
braucht man auch nicht unbedingt gigantischen Stakeholder-Buy-in. Das können teilweise auch, sage ich mal, kann im Mittelmanagement entschieden werden oder konnte, wenn man sagt, okay, da sind viele Organisationen schon durch. Dann der Schritt hin zur Programmlevel-Agilität, also wirklich dieses Teams of Teams zusammenzubringen, wo dann auch plötzlich mal so PI-Events im Raum stehen, wo schon ein erheblicher Kostenblock dahinter steht. Da braucht es schon bedeutend mehr Stakeholder-Buy-in, um sowas mal auf die Straße zu bringen. Ich würde aber sagen, in durchaus einigen Organisationen waren das teilweise auch Veränderungsprozesse, die innerhalb eines Bereichs einer Organisation stattgefunden haben und wo man jetzt noch nicht unbedingt Freigaben auf C-Level brauchte. Das verändert sich jetzt. Wenn es um Lean Portfolio Management geht, um Portfolio Level Agility, dann ist das wirklich die Brücke zur Strategie. Das sind Teams, die wirklich mit dem Top-Management interagieren und wo es das Commitment seitens des C-Levels braucht, ja, wir verändern jetzt unsere Organisation. Also die Kraftanstrengung, diese hin zur Enterprise Agility, ist dort nochmal eine andere. Denn es müssen sich wirklich Muster im Vergleich zu klassischem Portfolio-Management ändern, die sehr stark etabliert sind in vielen Organisationen und die auch wirklich von der technischen Umsetzung, von dem Change, den die Beteiligten mitmachen müssen, nicht mehr so ganz trivial sind. Es gibt auch LPM Quick Wins, die zeige ich euch auch später, also Sachen, die man durchaus mal relativ schnell umsetzen kann, ohne jetzt mit anderen zu sprechen. Aber wenn man wirklich diesen Schritt hingehen möchte zu wir sind eine agile Organisation, dann ist das ein Veränderungsprozess, dessen Tragweite sich diese Organisation bewusst sein muss. Und es ist vollkommen okay, dass das nicht in einem Monat passiert, aber die Vision dahin zu kommen und der Wille, diese Vision auch zu verfolgen, der muss da sein. Und ansonsten ist es schwierig, diesen Schritt zu gehen. Ich habe jetzt hier mal einige Muster mitgebracht, um einfach mal zu zeigen, was sich denn verändern muss. Es geht einmal um eine ganz viel stärkere Outcome-Orientierung, also weg von Outputs, also was kommt zum Schluss aus dem Prozess raus, sondern was erreichen wir wirklich an Ergebnissen, und zwar an erwünschten Ergebnissen, die wir vorher geplant haben. Es geht darum, den Wert, und das ist in fast allen Organisationen und bei vielen Themen, ist das vor allem der Kundenmehrwert in den Vordergrund zu stellen und die Investitionen, die auf Portfolio-Level gemacht werden, auf Maximierung dieses Wertes auszurichten und nicht mehr so sehr auf, wie managen wir jetzt Kosten, wie können wir vielleicht irgendwo Kosten reduzieren. Das ist eher weniger die Frage. Es geht auch darum, auf dem Portfolio-Level, wo wir in manchen Organisationen wirklich über sehr, sehr große Investmentpakete sprechen, darum, Entscheidungen immer mal wieder auch Revue passieren zu lassen, sich anzuschauen, was haben wir denn gelernt, auch auf dieser Portfolio-Management-Ebene, und dann gegebenenfalls Pläne anzupassen, beziehungsweise dieses neue Feedback einzufließen zu lassen und ganz bewusst die Entscheidung zu treffen, da machen wir jetzt weiter oder dort verändern wir die Richtung. Und es geht darum, Budget strategisch zu verteilen und das in kürzeren Zyklen als jährliche Zyklen. In vielen Organisationen ist das Ziel, auf eine Quartalsplanung zu kommen. Und all diese, es gibt noch viele andere Muster, die durch LPM-Ansätze verändert werden. Und all diese Themen gehören dort mit dazu. Man kann natürlich auch als Organisation dazu entscheiden, wir gehen erstmal kleine Schritte und das ist auch definitiv der richtige Weg, nicht alles auf einmal, aber der Change-Prozess insgesamt ist nicht zu vernachlässigen. Nun aber, weg erstmal von der Theorie und hin zu Jira Align. Ich zeige dort auch nochmal ein paar Kernkonzepte, die wichtig sind. Aber jetzt möchte ich euch zeigen, wie Jira Align LPM unterstützt und eben dabei hilft, diesen großen Schritt, diesen großen Veränderungsschritt zu gehen. Auch hier fange ich erstmal beim Warum an, und zwar beim Atlassian Warum. Unsere Mission ist es, das Potenzial eines jeden Teams
die dabei zu unterstützen, sich entfalten zu können. Und Alex hat diese Folien gezeigt. Ich will gar nicht nochmal alles erklären, aber auch hier nochmal zeigen, es geht uns eben auch ganz stark um die Teams auf dieser Seite, also um Delivery-Teams, die häufig vor allem in Jira unterwegs sind. Deswegen ist das hier kursiv dargestellt. Die Program-Teams, die Portfolio-Teams und dann aber auch die Strategie-Teams auf der allerobersten Ebene. Und LPM setzt in Jira Align auf der Arbeitsebene an, vor allem über Themes, die dann Epics in gewisse Richtungen, strategische Richtungen bringen. Und diese Epics wiederum dafür sorgen, dass Funding über mehrere PIs hinweg auf der Epic-Ebene dann für Features in einzelnen PIs da ist. Auf der Zeitebene unterstützt Jira Align kürzere Planungszyklen. Wir haben Strategic Snapshots, die längerfristige Ziele und Planungen abbilden können, aber Jira Align arbeitet vor allem mit Planning Increments, deren Länge durchaus flexibel gestaltet werden kann, aber die einfach in Best Practice bei vielen Kunden auch ungefähr ein Quartal umfassen. Und dort setzt Jira Align auch vor allem an. Die Business-Vektoren, die uns in Jira Align zur Verfügung stehen, helfen dem Portfolio-Management-Team eben genau die Ausrichtung auf diese erwünschten Outcomes zu schaffen und dann aber auch nachzuvollziehen, was für ein Budget haben wir ursprünglich mal angedacht, was haben wir da geschätzt und was haben wir tatsächlich ausgegeben, um was zu erreichen. Auch in Jira Align starten wir beim Warum. Warum sind wir überhaupt da? Ich habe ja schon gesagt, LPM ist vor allem eine Brücke zwischen der Strategie und der Umsetzung. Und auf der strategischen Ebene, im Strategy Room, können wir in Jira Align definieren und mit diese ganzen großen, wichtigen Fragen für unsere Organisation beantworten. Wir können mit Missionen zum Ausdruck bringen, warum ist die Organisation überhaupt da oder vielleicht auch, warum sind einzelne Organisationseinheiten da? Welche Visionen haben wir? Also was wollen wir zu Zeitpunkt X wo erreichen? Was ist ein Szenario, was wir anstreben? Und welche Werte leiten uns auf dem Weg dahin? Dann unterstützt uns Jira Align dabei, diese wirklichen High-Level Instrumente, die viele Umsetzer nicht so einfach verstehen oder die Brücke zu sich, wenn sie die jetzt irgendwo in einer PowerPoint lesen würden, nicht so richtig nachvollziehen können, weiter runterzubrechen und verständlich zu machen und diese Power, diese Orientierungs- und Alignment-Power, auch dort der Name ist wieder Programm des Werkzeugs, Alex hat es schon ins Spiel gebracht, Jira Align, dieses Alignment über die verschiedenen Ebenen zu schaffen. Hier jetzt noch relativ abstrakt dargestellt, jetzt wird es schon greifbarer. Objectives oder auch OKRs können in Jira Align dabei unterstützen, diese abstrakten High-Level-Ziele immer weiter runterzubrechen und auf die verschiedenen Ebenen zu bringen. Auf diesen verschiedenen Ebenen kann dann die Arbeit, die wir machen wollen, auf diese Ziele hinzuarbeiten, mit diesen Zielen vernetzt werden und Jira Align unterstützt dabei zu verstehen, wie weit sind wir denn gekommen? Ja, wir haben jetzt hier, das ist dasselbe Tool, nur einmal hier als Listendarstellung im Vergleich zu der Baumdarstellung eben. Hier in dieser Listendarstellung sehen wir, okay, wir haben diese Objectives, wir haben die Key Results und was haben wir bisher erreicht? Was haben wir bisher eingesetzt? Wie weit sind wir gekommen? Und das hilft dabei zu verstehen, sollten wir so weitermachen wie bisher oder müssen wir unseren Fokus ändern? Gibt es andere Themen, die jetzt im nächsten Quartal wichtiger sind? Und das ist die Brücke, einer der vier Themen, die ich hier auf der Seitenleiste mitgebracht habe, wo LPM eine wichtige Brücke ist zwischen der Strategie und der Umsetzung und wirklich dafür sorgt, dass abstrakte Strategie für viele Umsetzer greifbarer wird und klarer wird und besser dabei hilft, sich zu orientieren auf den verschiedenen Ebenen in der Organisation.
Jira Align hat fantastische Roadmap-Capabilities, die eben dann dabei helfen, auch über längere Zeiträume drauf zu schauen, was wollen wir erreichen, was können wir vielleicht auch Stakeholdern versprechen, Erwartungsmanagement zu betreiben, auch auf einer Portfolio-Management-Ebene, dort auf weitere Zeiträume zu schauen, auf größere Datenmengen zu schauen, über verschiedene Programme hinweg oder auch auf ein einzelnes Programm bezogen. Und dort ein Verständnis dafür schafft, was liefern wir aus, wo gibt es vielleicht, wo sind wir kritisch unterwegs, wo sind wir nicht on track, wo müssen wir, wie können wir solche Diskussionen mit Stakeholdern, mit unseren Kunden führen. Eins meiner Lieblingsthemen, Visibilität und Klarheit. So eine Themen wie Prozess transparent machen, Work-in-Progress-Limits nutzen, um den Fluss von Arbeit zu unterstützen. Das sind Themen, die auf einer Team-Level-Ebene in vielen Organisationen, die sich mit Agilität beschäftigen, schon fast zum alten Eisen gehören, wo es auch sich immer mal wieder lohnt, drauf zu schauen, sind wir dort, machen wir die Grundlagen noch gut. Aber wo viele Organisationen schon auf der Umsetzungsebene gut geworden sind und wo wir jetzt sehen, dass diese Praktiken, die eben, das hatte ich vorhin schon erwähnt, auf einer Team-Level-Ebene ganz, ganz stark sind und wirklich teilweise auch für Quick-Wins mit erheblicher Auswirkung sorgen, dass die jetzt auch in Portfolio-Management-Teams Einzug erhalten. Also erst einmal, mache sichtbar, wie ist der Prozess im Portfolio? Wie gehst du mit Ideen um, die irgendwann mal zu Investitionsentscheidungen führen müssen? Wie ist dein Epic-Intake-Prozess? Wie gestaltet sich der komplette Funnel? Wer gibt was frei? Was für Kriterien gibt es im Prozess? In Jira Align besteht die Möglichkeit, sogenannte Exit-Criteria zu definieren und zu schauen, okay, was muss denn getan werden, um in den nächsten Prozessschritt zu kommen. Erst einmal hilft das natürlich dazu, Visibilität darüber zu gewinnen. Und wenn dann diese Visibilität da ist, dann stellen einige Portfolio-Teams dar, Mensch, wir sind jetzt gar nicht so wahnsinnig viele Leute, aber haben hier irgendwie 100 Themen, halten wir gerade in der Luft. Und dann geht es natürlich darum, Work in Progress, sich den Work in Progress anzuschauen und drauf zu gucken, dort auch einfach Limits einzuführen, um den Fluss der Arbeit zu unterstützen. Wirklich dafür zu sorgen, dass die Investmententscheidungen, die getroffen werden, auch ganz schnell in die Umsetzung geraten und dann auch gemessen werden kann, war das denn eine gute Entscheidung oder nicht? Oder sollten wir damit weitermachen? Je nachdem, wie man das in der jeweiligen Organisation umsetzt. Und das sorgt dann letztendlich auf einem Portfolio Management-Level, was die Arbeitsebene, Arbeitspakete anbetrifft, auch wieder für eine Klarheit. Denn wenn ich, sage ich mal, so eine 100 Themen auf einem Portfolio-Level reduziere auf 12, dann kann ich auch ganz andere Konversationen mit den Programmen, die darunter sitzen, führen und kann denen eine viel, viel stärkere viel, viel stärkere Orientierung verpassen, wo es denn hingehen soll. Und das führt dann also, das ist wirklich ein Effekt, der auf dem Portfolio-Level anfängt und sich nach unten hin immer weiter verstärkt, weil wenn das führt dann auch auf dem Portfolio, auf dem Programm-Level und in den Team-Leveln in der Regel dazu, dass weniger Work in Progress da ist und man sich auf die Themen, auf denen man wirklich arbeitet, fokussieren kann, schnell ist und schnell weiß, gehen wir in die richtige Richtung. Jira Align unterstützt dabei, zu verstehen, was für uns als Organisation wertvoll ist. Das sind immer Hypothesen. In der Regel weiß man vorher nicht, wenn man eine Investitionsentscheidung trifft, wollen das jetzt unsere Kunden ganz definitiv. Diese Sicherheit ist nie zu 100% da, nicht in der heutigen Welt. Ich persönlich bezweifle, ob die jemals da war, aber insbesondere heute weiß man das einfach nicht. Ohne Zeitmaschine. Die haben wir nicht, deswegen müssen wir Werthypothesen bilden. Wir müssen erstmal als Organisation verstehen, was heißt für uns Mehrwert, häufig eben Kundenmehrwert oder Mehrwert für interne Stakeholder. Und dann können wir in Jira Align abbilden,
was für eine Hypothese haben wir im Hinblick auf diesen Wert? Hier ist jetzt eine Darstellung da für ein High-Level ROI. Es werden aber auch Canvas-Betrachtungen, zum Beispiel Business Model Canvas oder Business Case Canvas-Betrachtungen unterstützt durch Jira Align. Und dann, um sich auch sozusagen die Wertentwicklung im Lebenszyklus von so einem Epic anzuschauen, unterstützt Jira Align auch Value Engineering. Das wiederum unterstützt dann dabei zu priorisieren, weil ich sag mal, die meisten Organisationen, die wünschen sich eine Priorisierung auf, was verschafft für uns den meisten Wert. Man guckt sich dann manchmal noch natürlich auch Parameter an, wie was kostet das und was für Kosten haben wir, wenn wir das jetzt verschieben, also die Cost of Delay. Aber der Wert ist schon mal eine wichtige Größe, um zu priorisieren. Denn idealerweise macht man das, was den größten Mehrwert für den Kunden hat und dann natürlich auch idealerweise für die eigene Organisation. Und hier ist jetzt die Brücke dargestellt zum Program Level, denn die Priorisierung dort, also natürlich priorisiert werden auch Epics priorisiert, aber auf Basis dieser Wertbetrachtung können dann auf einer Feature-Ebene, auf einer Programm-Level-Ebene bessere Entscheidungen über Priorisierungen getroffen werden. Hier ist jetzt einmal dargestellt, wie per Weighted Shoulder Job First ein Konzept aus Dave priorisiert werden kann. Aber dort ist es auch wichtig zu sehen, Jira Align unterstützt verschiedene Konzepte der Priorisierung, Stack Ranking. Man kann sich auch andere Priorisierungsindikatoren anschauen und auf Basis dieser priorisieren. Unterstützt verschiedene Konzepte. Und wenn wir nochmal uns daran erinnern, dass wir hier auf einer großen, weiten Reise sind, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass die Menschen, die miteinander reisen, die gleiche Sprache sprechen. Das hilft ungemein, die nächsten Schritte zu gehen. Und dabei unterstützt Jira Align auch ganz intensiv. Der letzte Punkt, den ich jetzt nochmal mitgebracht hatte, ich habe es vorhin schon erwähnt, es geht beim Portfolio, Lean Portfolio Management auch um Finanzen. Und das sind häufig dann die Themen, die, sage ich mal, die nicht unbedingt die Quick Wins, die Low-Hanging Fruits, aber zum Schluss muss sich einer Organisation bewusst sein, wenn ich nicht verändere, wie ich investiere, dann wird es ganz, ganz schwierig, schnell sich als Organisation zu bewegen. Denn wenn ich mehr Budget habe, dann in einem Thema, was plötzlich an Wichtigkeit zugenommen hat, dann habe ich einfach dann kann ich eine ganz andere Dynamik entwickeln. Wenn ich dort natürlich auf den nächsten jährlichen Planungszyklus warten muss und dort ganz intensive Diskussionen führen muss und das sorgt nicht für diese Geschwindigkeit, die wir in der heutigen Zeit brauchen. Und Jira Align unterstützt letztendlich dabei, auf Quartale zu schauen und zu verstehen, was haben wir geplant für einzelne Themen, was wurde dann geschätzt, was geben wir aktuell aus und wie weit kommen wir. Und zwar in ganz verschiedenen Reports. Und dann lassen sich Entscheidungen besser treffen, wie machen wir jetzt hier weiter oder gehen wir nochmal in eine andere Richtung oder lassen wir das Thema erstmal sein. Ja, so viel erstmal von mir zum Thema LPM. Vernetzt euch gerne mit mir, der QR-Code bringt euch auf mein LinkedIn-Profil. Ansonsten, wenn ihr jetzt Interesse an einer Demo habt oder nochmal tiefer eintauchen wollt, meldet euch unbedingt bei Venature. Und ja, jetzt erstmal zurück an dich, Alex. Ja, vielen Dank, Philipp, für die ausführliche Präsentation. Ich würde das Wort mehr oder minder an die Zuschauer mal geben. Und sollte es jetzt irgendwelche Fragen geben, die irgendwie aufgekommen sind während der Präsentation oder euch sowieso grundsätzlich schon interessiert haben, dann bitte einmal in den Chat. Da haben wir so direkt auch schon die erste Frage. Und zwar, gibt es eine Jira Align Testversion? Ja, es gibt von Jira Align keine Testversion, wie das sonst von anderen Atlassian-Werkzeugen gewohnt ist. Der Hintergrund ist dort der, dass die Integration mit einem Team-Level-Tool, also
sage ich mal, in der allergrößten Mehrheit aller Fälle Jira. Es werden aber auch andere Werkzeuge unterstützt. Voraussetzung dafür ist, Jira allein zu testen, und diese Integration ist einfach aus meiner Sicht geht das relativ unkompliziert für Integration, aber es ist dennoch ein nicht ganz trivialer Prozess. Deswegen ist es an der Stelle wichtig, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt euch Jira allein anschauen und testen, dann gibt es dort Möglichkeiten, das zu tun, aber eben mit Testdaten. Und der beste Weg ist es an der Stelle, euch an den Solution-Partner eures Vertrauens zu wenden. An der Stelle ist das wahrscheinlich Venager. Und die können euch dann dabei unterstützen. Einmal ist es, glaube ich, wirklich wichtig, diesen Test auch ein Stück weit zu begleiten. Also dort nicht einfach, hier ist der Link und schaut euch das an, sondern auch wirklich für Gespräche bereit zu sein und da zu sein und um auch mal ein paar Fragen zu beantworten und vielleicht auch mal so eine erste kleine Einführung zu geben. Und dann aber auch kann der Solution-Partner dort die Brücke schlagen zu Atlassian, um das einfach diesen Prozess auch in Gang zu setzen. Richtig. Also falls da Interesse bestehen sollte, gerne im Nachgang könnt ihr euch dann an uns wenden, dass wir dann eine Live-Demo nochmal durchführen, beziehungsweise dann das Material, was Philipp auch meinte, bereitstellen, dass ihr euch ein detaillierteres Bild darüber machen könnt. Die nächste Frage, die vom Publikum kommt: Wann macht es denn Sinn für meine Organisation, Jira allein in Betracht zu ziehen? Super Frage. Da würde ich tatsächlich noch mal auf eine Slide nutzen, die ich vorhin schon gezeigt habe. Einen Moment. Ich nehme dir noch mal den Bildschirm weg, Alex. Ja, klar. Meiner ist sowieso ziemlich langweilig. Okay. Also es gibt aus meiner Sicht zwei wichtige Themen, die man sich anschauen muss, um diese Frage zu beantworten. Also erstmal ist es so, dass Jira allein für eine Organisation anfängt, Mehrwert zu bieten, wenn die Organisation sich auf einer Team-Level-Agilität befindet. Also ein erstes Programm da ist oder auch erste Programme, die idealerweise auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben in der Zusammenarbeit. Dort fängt an, Jira allein an, Mehrwert zu stiften. Und dann ist es eben so, dass Jira allein die weitere Reise komplett unterstützt. Und dieser zweite Aspekt ist aus meiner Sicht die Bewegung auf dieser Achse. Also wenn ich als Organisation erstmal hier bin und wenn ich so 2-3 Jahre in die Zukunft schaue, auch nicht das Gefühl habe, dass ich hiermit in Berührung kommen will, dann denke ich, dass es auch gute Lösungen gibt, sowas in Jira zu unterstützen. Dort gibt es einerseits Komplettlösungen, es gibt aber auch andererseits Möglichkeiten, dort mit verschiedenen Marketplace-Apps, sage ich mal, sich was aufzubauen. Advanced WorkMaps ist auch ein Tool, was dort entsprechende Konzepte unterstützt. Wenn ich aber die Vision habe, hier geht's voran, wir wollen hier Gas geben, wir wollen in 5 Jahren wollen wir hier sein, dann ist Jira allein das wichtige Werkzeug, weil Jira allein diese Skalierung unterstützt. Prima. Ich schaue gerade noch einmal. Wir haben noch eine weitere Frage bekommen. Wie schnell lässt sich Jira allein für Portfolio-Management einführen? Okay, also es ist, da hilft auch diese Slide ja nochmal weiter. Also Jira allein bietet ja die Möglichkeit, einmal Top-Down-Informationen fließen zu lassen und Bottom-Up. Es ist letztendlich so, dass die größten Mehrwerte dabei entstehen, wirklich diesen Fluss in beide Richtungen zu sehen. Und es ist dabei nicht unbedingt notwendig, ne, diesen Fluss, also über dieses Level hinweg zu gehen. Also man kann auch durchaus, unsere Service Delivery und in unseren Engagements, die auch unsere Partner durchführen, dann stellen wir zuerst sicher, dass diese Teams-of-Teams-Agilität, die Programm-Level-Agilität in Jira allein sichtbar und unterstützt werden kann. Und das ist der erste Schritt.
Und je nachdem, wie schnell dann aber die Bewegung da sein soll oder die Entwicklung da sein soll, kann es dann auch schon relativ schnell auf ein LPM-Level gehen. Aber der erste Schritt ist sozusagen nicht das Portfolio-Management, weil dort einfach Jira allein noch nicht diesen Mehrwert bietet, Umsetzung und Strategie zu verbinden, weil wenn ich die Umsetzung noch nicht im Werkzeug habe, dann ist das ist diese Lücke einfach noch da. Da knüpft so ein bisschen die nächste Frage an, die gestellt worden ist, wie man am besten vorgehen sollte für die Jira-Align-Einführung. Das kann ich direkt auch sogar übernehmen. Also das Beste, was ihr machen könnt, ist, uns erstmal zu kontaktieren. Wir würden dann, wie auch schon erwähnt, Demo-Materialien bereitstellen, Testdaten bereitstellen, dass ihr da ein bisschen mit in das Thema reinkommt. Aber wir leiten euch natürlich auch, was wirklich dann die Anforderungen sind, was die Lösungen dazu sind. Und da muss man auch zu sagen, dass es ein sogenanntes Jumpstart-Programm gibt, welches wir dann auch mit dem Unternehmen zusammen durchführen. Das ist ein 3-Monats-Programm und da wird dann wirklich Jira Align eingeführt mit einem Team, dass ein Program Increment beispielsweise einmal geplant wird, einmal ausgeführt wird. Also dieser ganze Prozess dahinter einmal im Unternehmen durchgespielt wird. Und das inkludiert natürlich zum einen die Einführung des Tools, Anbindung an Jira, aber auch die Trainings der notwendigen Personen, die dann mit dem Tool arbeiten. Das heißt, innerhalb dieser 3 Monate wird das Tool mehr oder minder eingeführt auf der unteren Ebene, was Philipp auch schon meinte, als Basis so gesehen. Und danach ist das Unternehmen oder dieses Team alleine schon in der Lage, dann Jira Align zu nutzen und kann von da aus so gesehen weiter skalieren, zum einen horizontal, aber auch vertikal, also sei es jetzt mehrere Teams oder dann auf die nächsten Ebene das weiter zu hochskalieren, weil am Ende des Tages, wie Philipp schon meinte, wir müssen erstmal das Fundament setzen und das Tool alleine sorgt nicht dafür, dass es alles besser wird. Es ist der Gesamtprozess dahinter, es ist auch die Optimierung so gesehen, dass Bestandsprozesse, Bestandsinstanz beispielsweise, dass dann am Ende des Tages auch wirklich ein Erfolg daraus wird. Und mit den 3 Monaten hat man dann auch ein gewisses gewissen Zeitfenster, wo man dann sagen kann, hey, da kann man schon was sehen, da kann man schon mitarbeiten und das ist jetzt nicht ein Projekt, was über mehrere Jahre geht, um überhaupt einen Return zu kriegen. Gut, leider haben wir jetzt keine weiteren Fragen mehr bekommen. Wir sind aber auch ziemlich gut in der Zeit. Wir können ja noch mal eine Minute warten, ob es da Fragen gibt. Wenn nicht, würde ich sagen, können wir natürlich auch schon gegebenenfalls etwas früher beenden. Und wie gesagt, wenn da jetzt Fragen sind oder Interesse besteht an der Demo, dann könnt ihr uns auf jeden Fall im Nachgang nochmal kontaktieren. Dann können wir auch kurzfristig da nochmal individuelle Demos durchführen, um das Tool nochmal im Detail zu zeigen. Und natürlich dann auch das Jumpstart-Programm vielleicht nochmal im Detail vorzustellen, wenn das wirklich dann von Interesse ist. Dann würde ich fast sagen, dann danke nochmal, Philipp, für all die Informationen, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du das auch super erklärt hast für die Zuschauer. Und ich würde sagen, wenn du nicht noch letzte Worte hast, können wir die Session dann auch hier beenden. Nein, vielen, vielen Dank nochmal. Und ja, ich denke auch, lasst uns allen einfach nochmal etwas Zeit zurückgeben, um nochmal einen Kaffee zu holen vor dem nächsten Meeting. Es ist ja auch, wir haben schon vor dem Webinar festgestellt, schon wieder kälter geworden. Heißgetränk ist umso wichtiger geworden. Von mir einen schönen Tag an euch alle nochmal und vielen Dank nochmal, Alex, an euch. Ja, da nicht für. Danke sehr und bis demnächst. Tschüss. Ciao.